Graffiti, Rampen und Disco-Kugeln. Was hier im ersten Moment vielleicht aussehen mag wie eine Mischung aus Club und Skatepark, ist im Ganzen gesehen eigentlich eine neue Indoor-Arena, die das Team vom sogenannten Flip-Out frisch seit dem 28. September in Rostock-Schmal betreibt. Auf ca. 2500 Quadratmetern kann Jung bis Alt hier mehr als ein wenig Schwung in seinen Alltag bringen. Die ehemalige Tennishalle ist die erste Trampolin-Arena in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade deshalb hat uns einmal interessiert, wie so eine Idee eigentlich zustande kommt. Ich war vorher beruflich viel in England unterwegs und habe dort Flip-Out kennengelernt und fand das gleich ziemlich cool und bin dann mal mit den Jungs ins Gespräch gegangen und das hat gut funktioniert und dann habe ich gesagt, Mensch, das passt und bring das mal nach Deutschland. Wir haben bisher noch gar nicht viel Werbung machen müssen tatsächlich und sind an den Wochenenden gerade schon ziemlich ausgebucht. Da empfiehlt es sich auch wirklich im Vorhinein was zu reservieren. Ja, bieten glaube ich einiges für einen sehr, sehr spannenden Tag. Unter den doch vielen verschiedenen Hinguckern der Arena gibt es außerhalb vom normalen Trampolinspringen noch diverse andere Möglichkeiten. Hierbei am auffälligsten der Parcours. Ein Abteil aus verschiedenen Bereichen zum Klettern, Schwingen und Hangeln, der bekannten TV-Show Ninja Warrior in ganzen Stücken ähnelt. Runterfallen ist hier kein Problem, denn alles wird vom Schaumstoffbad abgefedert. Dazu natürlich auch die anfangs erwähnten Basketballkörbe. Die Mitarbeiter der Halle stehen dennoch auf größere Herausforderungen und üben sich selbst in ihrer Freizeit an Saltos und Hürdensprüngen. Mal ein Arbeitsplatz der etwas anderen Art, oder wie sieht's aus? Es ist mal was anderes. Es ist mal was anderes, ein neues Konzept, eine neue Art von Trampolinhalle. Auch die erste in Deutschland, eben mit diesem Konzept hier. Ja, so was Interessantes, was Neues einfach. Für das Kopf-an-Kopf-Rennen bzw. den Kopf-an-Kopf-Kampf gibt es gepolsterte Lanzen, um sich gegenseitig vom Balken herunterzustoßen. Wer aber auf Teamwork steht, kann auch schulsportgetreu klassisch in Mannschaften Völkerball spielen. Dabei muss Fertigkeit gelernt sein und natürlich auch der eine oder andere eigene Treffer eingesteckt werden. Wir werden noch verschiedene Events anbieten, zum Beispiel ein After Dark Night, wo man freitags oder samstags abends mit DJ und Musik hier so ein kleines Event macht. Also in dem Eventbereich und im Kursbereich wird sich noch einiges tun. Und ansonsten, ja, vielleicht bringen wir auch noch mal das ein oder andere neue Equipment rein. Aber jetzt steht sie erstmal so und wir sind auch sehr zufrieden mit dem aktuellen Layout. Vielversprechende Pläne also, um auch in Zukunft mehr und mehr Leute für die Sache zu begeistern. Wer sich selbst ein Bild vom Ganzen machen möchte, kann dies tun, dienstags bis sonntags in der Industriestraße Rostock.